Moin moin und willkommen zurück zu Vintage Story. Das ist Vintage Story, ja genau. Meine Güte. Wir sind schon wieder mittendrin. Kleine Mini-Baumfarm wird erstmal so ein bisschen dahin designt, so wie wir das im ersten Gameplay gemacht haben. Für Kiefernsetzlinge, Kiefernbäume. Von meiner Meinung her immer noch die besten Bäume in-game, abgesehen von den Eichen, die wir für die Gerberei benötigen. Oder eventuell, wenn man es mag, auch die, was waren das, Walnussbäume? Ich glaube, das waren Walnussbäume. Genau, Walnussbäume. Das Holz sieht für die Gebäude super aus, ein bisschen dunkler. Na, ihr wisst ja auch, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Wir wollen auf die Baumfarm hinaus. Die werden wir jetzt hier hin basteln, minimalistisch natürlich. Nicht so, wie wir das gewohnt waren aus der letzten Season. Hier muss alles ein bisschen schneller gehen. Oder einfach ein bisschen kleiner sein. Aber muss funktionieren. Ein Aufgang. Eine Arbeitsfläche. Bis rüber. Und beidseitig bepflanzt. Einmal links, einmal rechts. So haben wir die doppelte Anbaufläche. Und ich denke mal, das sollte für unsere Nöte hier ausreichen. Es ist natürlich 7 Blöcke hoch, das heißt, wir müssen immer springen beim Setzen der Blöcke. Hier sollen wir mal eine Stütze einbauen, einfach nur, dass es nicht komisch wirkt. So. Wie weit muss ich denn überhaupt? Mindestens bis hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und es geht weiter. Ganz einfach. Es dauert halt nur ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen doll. Und ein noch. Wunderbar. Den Block, da müssen wir noch umdrehen. Das stört mich. Tut mir echt leid, aber das stört mich wirklich. Wenn ich das vom Weiten sehe und da ein so ein Bretterblock falsch rum ist, ja, krieg einen Anfall. Geht nicht. So, alles klar. So, von hier aus können wir dann arbeiten. Die Bäume wachsen hoch. Es geht wirklich nur um die Äste. Das dient nur dazu, effektiv die Äste abschnibbeln zu können. So, da müssen natürlich noch Treppen hoch. Vorher platzieren wir aber die Bäume. Und ohne die macht das hier alles keinen Sinn. Ich habe mich hier für einen Abstand von 2 entschieden. Okay. Wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, würde ich das ein bisschen wenig finden. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Na, das reicht eh nicht bis durch. Aber ist nicht schlimm. Darum geht es gar nicht. Wie heißt es? 7 Tage bis ausgewachsen. Von 5 bis... Weiß ich, wie viele Tage war alles dabei. Ja, komisch, wie da der Unterschied ist. Und nein, das liegt nicht daran, dass wir das so weit zusammengebaut haben. Tatsächlich. Könnte man denken, aber ist nicht. So, natürlich. Vernünftige Treppenstufen. Ich bin ja noch gespannt, wie oft wir uns hier die Beine brechen werden. Ich denke mal oft genug. So, gucken wir uns das mal von beiden an. Wie gesagt, minimalistisch. Und nein, ja, also ja, ich weiß, es ist nicht die Mitte. Aber es muss reichen. Ja, wir können das natürlich nochmal von rechts nach links auszählen und ziehen noch einen zweiten Balken rein. Dann wird es besser. Aber das lassen wir jetzt so. Das war die Kleinigkeit, die wir mal noch schnell bauen wollten. Das sehen wir dann später in Action. Ihr habt es gesehen, 5 Tage sind die Bäume oben. Dann kann ich das besser demonstrieren, was ich meine. Jetzt aber erstmal wieder zurück. Mit dem neuen Flachssamen. Mega.
Wir nehmen hier alles, was wir kriegen können. Eiskalt. So, wieder mal ein paar Knochen. Guck mal, das reicht auch wieder. Zack. Wieder einmal Leinen. Zack, 10. Reicht wieder für 5 weitere Segel. Der Windmühle, genau. So sieht's aus. Ganz einfach, mega nice. Zack. Zack. Heck, danke für das Folgen. Vielen, vielen Dank. Noch ein bisschen Hühnerfutter, weißt du, Flachsgetreide, können wir gleich mal hingeben. Und wir werden jetzt auch einmal, ich renne ständig dran vorbei und innerlich gebt mir das ein bisschen auf den Senkel. Wir werden jetzt hier auch endlich mal den Weg stopfen. Das ist ja unnormal, dass sich da noch keiner beschwert hat. Von euch wohl bemerkt. Dass da der Weg immer noch nicht gefixt wurde, wo meine Augen die ganze Zeit sind, nach dem Motto. So. So, Gehwegplatten. Einfach wahnsinnig teuer, dieses Rezept. Steinfahrt. Ne, Steinfahrt, wissen wir ja, Lauftempo mal 1,3. Wahnsinnig wichtig. Und auf der Map, ne, es sieht, ich zeig's immer wieder, ne, es sieht auf der Map halt mega geil aus. Wenn man den Weg halt nicht so setzt, so geradlinig, das reicht schon, wenn wir Blockhäuser haben. Na, wenn da aber so ein Weg zwischen ist, der so ein bisschen schnörkelig, sieht das richtig sexy aus. Ist einfach so. Ist einfach so. Ah, guck mal, wir können dann auch auf der Map sehen, ob unsere Bäume gewachsen sind oder nicht. Na, man sieht ja, das sind Bäume. Klar, kann man erkennen. Mega nice. Das sind Kiefernbäume. Ahorn kann man erkennen, ist immer ein bisschen heller. Also Ahorn und alle Blättler, die haben deutlich helleres Blattwerk. Deswegen kannst du die Nadelbäume immer gut von den Laubbäumen unterscheiden und weißt, wo die Kiefernwälder sind, falls du eventuell mal auf der Suche bist nach Harz oder ähnliches. Kannst aus dieser Map so viel ablesen. Nicht gut. Jetzt haben wir noch ein paar Gehwegplatten übrig. Oder Steinpfade, meine Güte. Ihr wisst ja, was ich meine. Zur Farm haben wir noch nichts. Aber das ist hier auch alles ein bisschen knapp bemessen. Man könnte natürlich hier eine Kreuzung reinhauen und diesen Weg hier entlang führen. Das wäre auch okay, würde ich jetzt mal so sagen. Würde schön aussehen. Das wäre mega nice. So, haben wir noch Platz im Beet? Wir haben schon wieder genügend Flachsaat. Ich kann es nicht lassen, ne? So, wisst ihr was? Wir werden hier eiskalt sagen, die Zwiebel kommen weg. Wir müssen Prioritäten setzen. Flachs. Bam. So viel wie geht. Das dauert schon lang genug, dieses Zeug. Flachs, Flachs, Flachs. Aber Roggen hat schon ein Problem wegen Überhitzung. Den Bienen, denen geht's sehr gut. Das können wir ja gerne mal gucken gehen. Die müssten sich jetzt mittlerweile schon wieder einmal vermehrt haben. Moment, Fischkörbe. Da hat sich ein Barsch versteckt. Fischleine. Ist, wenn du hier einmal am Tag vorbeigehst, kriegst du mindestens eine Proteinportion zusammen. Das ist richtig gut. Zack. Das ist auch witzig. Es ist ein Haken vorhanden noch mit einem Regenwurmköder und der ist wirklich unbesetzt. Das kannst du vergessen. Wir sind sofort bei den Bienen. Mittlerweile, wie gesagt, müssten sie sich ja wieder vermehrt haben. Das wäre nice. So, das Fleisch packen wir mal kurz einfach mal dazwischen. 4 Tage haben wir Zeit. Hier haben wir noch Grillfleisch, da ziehen wir uns noch rein. Laterne kommen weg.
Gehwegplatten. Wunderbar. Siehst du, zu den Bienen könnte man auch noch einen Weg legen. Das wäre auch super. Oder ist super. Na, wieder vermehrt. Und 2 sind fertig für die Ernte. Richtig nice. Ja, Glitzerhaken, ja. Ist so. Wir hatten, muss ich eine alte Geschichte aus Norwegen erzählen. Wir fangen ja wieder an, traditionellen Norwegen-Urlaub zu machen, seit langem. Und da hatten wir auch so eine Situation, wir wollten unbedingt diese, ich weiß ja nicht, was waren denn? Seesterne? Seekugeln? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kein Fisch selber. Und Seeigel, genau so, nur in groß und rund. Nicht diese schwarzen, giftigen, sondern diese rot-rosanen, runden. Die sind so groß wie ein Handball. Und wir wollten unbedingt einen haben, um uns das mal anzuschauen. Man ist ja auch so als, das ist jetzt mittlerweile schon mindestens 7 Jahre her. Sehr traurig, wenn das mal reicht. Nee, falsch. Mehr so ja noch. Weiß ich nicht, Oreal erstmal. Auf jeden Fall ist eine ganze Kante her und wir wollten unbedingt so einen Seeigel haben. Na, zum Anschauen, zum Trocknen und so, zum Hinstellen. Steht noch irgendwo im Elternhaus. Und da haben wir uns natürlich einfach eine Strippe genommen, eine stinknormale Angelsehne, da einen schönen Drilling ran gemacht. Der sah vergoldet aus. Oder eher messingfarben. Keine Ahnung, was die da auf jeden Fall für eine Farbe raufgeklatscht haben. Der hat auf jeden Fall schön geglänzt und das Meerwasser, das Fjordwasser besser gesagt, ist ja auch kristallklar. Du kannst metertief schauen. Richtig geil. Und wir auf jeden Fall, beziehungsweise Icke, Freundin war auch dabei. Wir haben da versucht, wie gesagt, diese Kugeln da hochzunehmen, um mit diesen Drillingshaken unterzuhaken, um die dann hochziehen zu können. Und natürlich, wenn das in einer ziemlichen Tiefe ist und du jetzt keine Montage nicht hast, ich hatte mir die Sehne quasi um eine Hand gewickelt, um 4 Finger, ganz normal, und hab damit im Wasser rumgetunscht, also immer so, um mich ranzutasten. Ganz normale Twitch-Bewegung, um mich mit dem Haken unter Wasser bewegen zu können, weil es halt sehr leicht war. Oder kannst du glauben, ob du wisst oder nicht. Wir haben beobachtet, wie sich irgendein Fisch, den wir bis dahin noch nicht kannten, dem Drilling angenähert hat und fand wohl diese Bewegung und diese Glitzern wahnsinnig interessant. Beißt natürlich zu, zieht sich diesen Drilling komplett rein, der war echt groß, also wirklich. Wenn du Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis, einen Kreis bildest und reinguckst, dann hast du erstmal verschissen, aber nein, jetzt ohne Scheiß, der Durchmesser des Drillings war genauso groß. Komplett eingesaugt und macht natürlich gleich einen Affen und ich habe ja die Schnur um meine Hand gewickelt und der fängt an abzuziehen. Sehr unangenehm, abgesehen von den ein oder anderen Einschnitten in der Hand, hatten wir dann einen sogenannten Seeteufel gefangen. Gerne mal googeln, ultra hässlich das Ding. Lange Zähne, Riesenkopf, recht kleines Schwanzteil nach hinten hinaus. Eine wahnsinnige Delikatesse. Ja, das war meine Hand-Drilling-Story. Unangenehm. Leider habe ich keine Narbe davon getragen. Das wäre wenigstens eine Erinnerung gewesen. Sehr, sehr schade. Unnormal. Wie gesagt, einfach mal den Seeteufel googeln. Hässlich wie die Sau. Und da willst du nicht die Hand im Maul haben. Da hätte definitiv der Finger ab sein können. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt, wie gesagt, die Hand gerade machst, und dann die Sehne war um die Fingerballen gewickelt. Von den 4 Fingern? Um den Ballen gewickelt. Also da wären auch ordentlich Knochen gekommen, bis sie wirklich die Finger abreißen. Aber das war, wie gesagt, richtig, richtig unangenehm. Aber der Seeteufel, der war noch unangenehmer. Muss ich sagen. Mega nice. Mega, jetzt habe ich schon wieder, wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Wir wollen ja, ihr seid ja alle hier, um Vintage-Story zu sehen. Meine Güte, ey. Kann doch mal nicht anders. Schlimm manchmal. So.
Unser Rennofen ist durch. Und man kann ihn sehen, wir haben ja Kupfer reingeschmissen, ein 120er Stack Kohle rein. Und jetzt kann man sehen, da steht es, Inhalt Barren Kupfer. Und tatsächlich, wenn ihr darauf Bock habt und nicht unbedingt den Schmelztiegel benutzen wollt und das gießt, was übrigens geiler ist, weil es zischt so schön und Feuer und dann wisst ihr. Und dann könnt ihr das so machen und ihr habt ganz stinknormale Kupferbarren in der Hand. Zack. Nicht so wie beim Eisen, dass ihr erst Eisenlupe habt. Ist aber auch ganz klar, Eisen schmilzt nicht. Eisen fängt an, sich zusammen zu backen. Und das muss dann mit Hilfe von Hitze und schweren Schlägen erst geformt werden. Ein bisschen Real-Life-Wissen, das ist so. Heute haben wir natürlich ganz andere Mechaniken, deswegen gibt es ja auch diese sogenannte Gusseisen. Aber hier mit Holzkohle, Feuer und so was hast du natürlich nicht die Möglichkeit, einen Gusseisen zu erstellen. Unnormal. So. Jetzt haben wir noch ein paar gebrannte Dachschinden. Können wir jetzt unser Dach vollenden? Ich denke, nein. Langsam geht mir dieses Thema auf den Sack, muss ich sagen. Machen wir nicht so viel. Jetzt brauchen wir nämlich noch eine Ecke. Das sind natürlich zwei. Ich glaube, ich habe noch eine auf Lager liegen. Weil es sind ja vier Ecken und du musst ja immer zwei craften. Also muss noch irgendwo eine Ecke rumliegen. Ja, da haben wir die Gehweggeschwindigkeit, ihr habt sie gesehen. Mega wild. Witzig. 1, 2, 3, 4. Du craftest immer 2. Ach nee, okay, da fehlt auch die Ecke. Nevermind. Alles ist alles richtig. Das müssen wir freilassen, da sonst die Mühle blockiert. Und keiner will seine teuer gecrafteten Flügel verlieren. Einfach nur durch einen kleinen dummen Fehler. Die anfangen zu bersten. Apropos, im Winter. Ingame. Im Winter, wenn es anfängt Schnee... Ja, wenn es anfängt zu schneien, meine Güte, mach einen Satz raus. Schnee, sollte es auch nur ein Voxel über den Block liegen, gilt das als voller Block. Und ist eure Mühle nicht sonderlich weit vom Boden entfernt, sondern hat nur noch diesen einen obligatorischen Sicherheitsblock, der standardmäßig gegeben sein muss, sollte da auch nur eine kleine Schicht Schnee drauf liegen, fängt es an zu bersten und euer Flügel ist kaputt. Und ihr könnt ihr nicht nochmal neu aufbauen. Ihr müsst komplett neu craften. Also Mitchell, vom Material, also zumindest vom Kupfer, das du reingibst, kriegst du das gleiche raus. Also du bekommst 1:1 die Fülle raus. Ich sag 20 Einheiten, sind dir ein Barren und du hast 120. Also, na 120 durch 20 sind 6. Also bekommst du schon mal das gleiche heraus. Die Frage ist, ob es eventuell einen Verlust gibt bei der Kohle, die du reinschmeißt. Das kann natürlich sein, dass du da beim Schmelztiegel ein bisschen effizienter bist. Müsste ich selber mal testen. Kann ich so nicht sagen. Habe ich noch nicht getestet. Ich weiß noch, was ich nachgucken wollte. Hatten wir eine Pfeilform? Ja, wir hatten nur eine Axtkopfform, ne? Warte mal, wie heißt das? Nee. Warte mal, ganz einfach. Denn wir brauchen noch immer wieder so viele verdammte Pfeile. Ich glaube, da er schon Richtung Klinge geht, muss man, glaube ich, die eher schmieden. Ja, leider. Es gibt auch eine Kunstköderguss-Form. Ja,
Primitive Survival Mod nicht vergessen. Das könnte man auch machen. Aus jeglichem Metall kannst du dann Kunstköder gießen und klatsch die halt ran wie den Regenwurm. Das geht natürlich auch. Habe ich aber noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie da so der Benefit ist. Ob sich das lohnt oder halt auch nicht. Das weiß ich nicht. Müsste man aber mal testen. Judy. Jetzt haben wir wieder mehr quatscht als zockt in dieser Folge. Na, so eine typische Sonntagsfolge. Wie sich das nun mal gehört, ne? Mehr quatschen als zocken. Morgen beginnt die nächste Woche. Wie das halt immer so ist, ne? Genau, komm, wisst ihr was, wir machen hier einen Cut. Alles wird gut. Da gibt noch einige, dort wir eventuell grinden können. Und sehe ich da gerade? Oh nö, oder? Es verändern sich schon die Blätter. Sollte jetzt nicht schon langsam Herbst werden. Gibt's ja nicht. Die Temperatur ist doch noch hoch. Naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Für unsere Sonntagsfolge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like und abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut gerne auf Twitch vorbei. Da sind wir nahezu regelmäßig online. Und dann sehen wir uns. Reingehauen. Und tschüss.